Herzlich willkommen zurück zur 136. Folge zu Let's Play Dragon Age Origin. Eigentlich war es ja geplant, dass wir in der Folge mal wieder mit den Charakteren so ein bisschen reden. Aber ich dachte mir, bevor wir das machen, gehen wir erstmal und gucken, ob wir mal ein paar Quests abgeben können und werden unsere Charaktere mal skillen. Da die ja vom Level her bestimmt auch schon sehr hoch sind. Deswegen würde ich empfehlen, erstmal Ja, die normalen zu nehmen. unbedingt in der Tat. Mit denen fangen wir an und wir gehen jetzt erstmal nach Dorf Redcliff. Weil, wie gesagt, wir müssen jetzt rundrum gehen und gucken, wo wir die Quests abgeben können. Es gibt einige, die wir gemacht hatten und die wir bestimmt abgeben können. Oh, jetzt kommt was. Ich bin ja mal gespannt. Wow, Elfenspeer und Kreischer. Okay, hier, die sind schon mal Level up. Die können wir mal kurz skillen. Muss mal kurz hier ein bisschen lauter machen auf den Ohren, so. Ja, Alistair, ruhig auf Konstitution, dass du mehr aushältst. Hier, den Champion wolltest du skillen. Und Morrigan. Wie derzeit nicht möglich. Eben ging es noch. Naja, egal. Lass uns Das erstmal die sind Kreischer hässliche, machen. verdorbene Kreaturen. Ja, geht schon. Erstmal alle zusammen den Kreischer angreifen. Ja! So, die nächsten. Und hier einer nach den anderen. Der nächste. Der nächste. Immer ein nach den anderen. Dann wird doch schon. Der nächste. Wunderbar. Und der nächste. Alles kein Thema. So, jetzt den Kreischer angreifen vielleicht. So, dann den. Dann den. Wird erledigt. Den. Wie gesagt, wenn das der einer nach dem anderen, wie ihr schon seht, ist das alles kein Thema. Geben aber natürlich auch minimal XP. Also es ist jetzt nicht viel, aber besser als gar nichts. Na gut, wir brauchen ja jetzt mittlerweile auch schon viel mehr, ne? 12.000. Selbstverständlich. Das ist ganz schön viel. Das müsst ihr mir nicht Da zweimal sagen. dauert das einfach, dass man, wenn wir mal ein Level up sind. Das geht dann halt nicht so schnell. Los geht's. So, und den da noch. Wunderbar. So schnell geht das. Unser Stamm kämpft für euch, Wächter. Cool. Liliana, könntest du erstmal hier klauen bei denen? Ich denke mal, bei denen kannst du gut klauen. Genau, stehen erfolgreich. Wir brauchen ja wieder ein bisschen Kohle. Unser Stamm kämpft für euch, Wächter. Schön zu wissen. So, auch der hatte was dabei. Und hier hinten steht noch einer. Oh, die Barrikaden lasse ich für die mal heile. Die Frage ist, wo geht's denn jetzt gleich weiter? Was auch immer ihr Naja, wünscht. gucken wir mal. Alistair, könntest du das mal ausmachen? Was auch immer du da hast. Danke. Weiß man nicht, was das bringt. Was bringt denn das eigentlich, wenn du das Bereit anhast? und willens. Dieser Modus aktiv inspiriert die Anwesenheit des Champs des Verbündeten. Ach so, cool. Ja, jetzt können wir auch Morrigan ausrüsten. Hier, Morrigan geben wir erstmal 50 Magie. Höher wird es erstmal nicht gemacht. Jetzt geht es auf Konstitution weiter. Super, klappt ja alles wunderbar. Dann machen wir den hier noch beim Magier. Und ja, gucken wir uns dann hier mal auf dem Schlachtfeld um, was denn hier die Leute so gedroppt haben. Oder was denn hier die Sachen gibt. Kleiner abgesplitterter Feuerkristall. Naja, besser als nix. Tiefenpilz, die können wir wieder den Elfen hintergeben. Metallsplitter. Natürlich. 7 Kupfer, Silber und Kupfer auch. Kettenrüstung, Rundumschlag. Silber. Wird erledigt. Silber. Eine Todeswurzel. Der Kreischer hat einmal Dämonengift und Kettenrüstung. Schön. Hurlock, Bergkristall. Elfenwurzel. Ja. Aber natürlich, okay, da der Weg zurück geht nicht, das heißt, wir müssen dann da lang. Jetzt kommen wir nochmal die Wird Hurlocks. erledigt. Einmal
Und ein kleiner abgesplitterter Feuerkristall. Und jetzt geht's weiter. Ein kleiner Zwischendorf. Stopp. So, Dorf Radcliffe. Und bevor wir da weitergehen, werde ich dann erstmal genau, sobald er geladen hat, hier die Charaktere durchgehen. Das heißt, werde jetzt erstmal hier werde den Hund nehmen, Zephryl und Shale. Werde die jetzt mal durchskillen, wisst ihr? Muss ja auch mal sein, besonders beim Hund. Er ist auch für uns immer eine ganz große Hilfe, aber wenn der nicht geskillt wird, ist auch blöd. So, machen wir erstmal 5 auf den. Und dann machen wir 2 auf den, 3 auf den. So, dann 5 auf den, 3 auf den und den Rest auf Stärke. So, hier hast du nochmal Zerfetzen und Nemesis. Super, dann hast du alles gelernt, was du kannst. Zerfetzen, super. Zephryl, du könntest... Ah, oh, da gucken wir uns später mit der Spezialisierung. Ich denke mal, der geht hier auf Geschicklichkeit, ne, so wie es aussieht. Ja, dann gehen wir da mal auf 45, hier auf 24 und hier auf Konstitution noch ein bisschen, dass die auch mehr Leben hinterher haben. Du bist ein Schurke, du kannst hier Taschendiebstahl machen. Meuchelmörder. Mit 2 Waffen kämpft er. Super. Und Shale. Shale, du bist der optimale Tank. Du kriegst auf jeden Fall auf Konstitution und auf Stärke. Bisschen was auf Geschicklichkeit und nochmal auf Konstitution. Oh, hier alles für Shale lernen. Er kriegt auf jeden Fall 4 dazu, ey. Wahnsinn. So. Dann können wir die auch wieder austauschen. Taubraska! Winston! Ja. Ihr seid noch dran. Wunderbar. So, Win, wie gesagt, da muss ich hinterher auch mal gucken. Die geht mehr auf Magie, nee, auf Willenskraft. 40 Willenskraft und das und das. Du kannst Kräuterkunde machen und wirst hier Siegel, die sind gar nicht mal so schlecht, lernen. Und Stan, du gehst auf Stärke. Gehst auf 55. 2 auf das und 1 auf Konstitution. Da gucken wir auch später dann, was er lernen kann davon. Du wärst vielleicht gar nicht mal so schlecht, wenn du Fallen bauen könntest. So. Stan, zweihändig kannst du lernen. Und dann kannst du Krieger lernen. Oh, mehr kannst du noch nicht, dann hebst du die anderen Punkte dir eben auf. Okay, dann können wir nämlich jetzt erstmal wieder nochmal kurz ins Lager zurück zum Ausrüsten. Und dann werden wir die Quest abgeben gehen und gucken, was wir da so machen können. Haben wir denn Antifas dabei oder hatten wir alles ins Lager gepackt? Ich glaube, hatten auch ein bisschen was dabei, ne? Hier Magier zum Beispiel. Delish-Handschuhe. Die waren nicht so doll, ne? Da könnte man bei Zephryl gucken. Zephryl. Ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. Den kannst du ruhig anziehen. Willenskraft. Das wäre natürlich für Magier gar nicht schlecht. Hier, du könntest als Zweitvariante auch einen Bogen nehmen, ne? Dann kriegst du den hier, den anderen können wir dann verkaufen. Langbogen aus Antiva. Hä? Ja, den kannst du wieder abgeben. Warum kannst du denn die Dings nicht tragen? Dolch. Lol. Der kann das Schwert nicht tragen, was er eben noch tragen konnte. Auch geil. Naja, egal. Boah, dann lass uns mal zur Truhe hingehen. Da haben wir doch bestimmt noch einiges, was wir drin haben zum Ausrüsten. Die können wir unseren Weggefährten noch geben. So, hier haben wir noch Duncans durch. Dann nehmen wir das erstmal alles rüber. Und gucken wir mal. Familienschwert, das kriegt keiner.
Moloch-Helm, Kalens-Helm. Das kann alles mitgenommen werden hier. Gucken wir gleich mal. Elite-Schild von Radcliffe könnten wir mal gucken. High Ever, die beiden Sachen bleiben drinne, die kriegen die anderen nicht. Schließen. So. Ja, so, jetzt geht's rund. Ich würde sagen, wir fangen mit... wo ist er denn? Stan. Nack, Malmer. Ist der denn besser? Ich glaube nicht. Ich glaube, du bleibst mal bei dem, was du hast. Und Moloch. Die wären... weiß nicht, ob die besser sind. Moloch Plattenstiefel. Na, die hat bessere Werte irgendwie, finde ich. Aber sieht nicht so doll aus. Wie sieht die aus? Naja. Na, was hat die für Werte? Plus 10 Feuerresistenz. Das ist eigentlich gar nicht verkehrt. Und da wir den eh nie mitnehmen werden, wirklich. Ja, komm, dann nimmst du mal Moloch an. Moloch, Moloch. Blutdrachen könnte ich dann vielleicht verkaufen. Ich weiß es aber noch nicht. Das werde ich mir gleich mal Gedanken nebenbei machen. So, Shale. Stan, dann bist du erstmal ausgerüstet. Was hast denn du hier? Ach, ein Elektrizitätsstein. Du hast hier Willenskraft, wäre vielleicht... nee, wäre für Magier gut. So, die brauchst du nicht mehr. Okay, dann gehen wir mal weiter gucken. Das war bei mir erstmal. Ich konnte ja hier Mariks Klinge. Duncan Schwert. War aber schlechter. Das behalten wir erstmal. Kalen Selm kann gleich mal Alistair gucken. Den konnten wir ihn, glaube ich, nicht anziehen lassen, ne? Können wir immer noch nicht, weil er noch gar nicht die Stärke dafür hat. Das heißt, ein bisschen brauchen wir da noch. Aber ist kein Thema. Kriegen wir hin. So. Du kannst hiervon auch nichts anziehen. Willst du auch auf Schwerter gehen? Nee, wie, ich hatte ihr extra die Schwerter weggenommen, ne? Morrigan? Wie sieht's mit dir aus? Kälteschaden wäre vielleicht gar nicht mal schlecht, weil die ja hier diesen Einfrierzauber hat, der doch ordentlich was macht. Du könntest den mal anziehen. Wir haben ja auch noch, nee, bald mal das, was du anhast. Zephyrin. Mariks Klinge. Ja, kriegst Olafs Käsemesser. Bist du wenigstens so ein kleiner Schurke, könnte man sagen. Ja, da würde ich sagen, werde ich Duncans Dolch, Duncans Schwert, Mariks Klinge, den Nackmalmer erstmal wieder reinpacken. Kalens Helm reinpacken. Elite-Schild von Radcliffe reinpacken. Das andere kann ich jetzt verkaufen und nochmal ein bisschen Gold machen. Das werde ich auch machen, bevor wir jetzt weiterziehen und die Quest machen. Leider schaffen wir das doch nicht in der Folge mit der Quest, aber in der nächsten Folge... Ihr und eure Freunde... Ich bin... Ich verspreche es, in der nächsten Folge werden wir den Quest dann abgeben. So, das kann alles weg. Brauchen wir nicht mehr. Wunderbar, kriegen ordentlich Kohle. So, alles weg. Es gibt nochmal richtig Fettkohle. So, Bergkristall kann weg. Dämonengift kann weg. Metallsplitter kann weg. Todeswurzel kann weg. Super. Ja, würde ich sagen. Machen wir uns nochmal auf den Weg zu Radcliffe. Ein bisschen haben wir noch. Stellen unsere übliche Gruppe wieder zusammen. Ja. In der Tat. Unbedingt. Nach Radcliffe. Dorf Radcliffe. Um genauer zu sein. Gut, unsere Charaktere sind erstmal für den jetzigen Moment ausgerüstet. Sind super in Form. Ich habe sie geskillt. Alistair bräuchte mehr Stärke für den Helm. Was hat denn der eigentlich? 2 fehlt ihm noch, okay. Also ein Level vielleicht noch ab. Wann ist er denn? Er war erst. Okay, das dauert also noch ein bisschen. Naja. Okay, ich würde sagen, ich beende die Folge hier an der Stelle, hier unten. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir dann die Quest abgeben und uns dann so langsam auf dem Weg in einen weiteren Abenteuer machen.
Den mit den Elfen haben wir ja jetzt durch und bräuchten wir nur noch die Zwerge. Also, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.